auch sehr viel. Ich habe nicht mehr so viel. Muss ich jetzt aufpassen? Aufschaltung der Autos. Und abtauchen. Ich hoffe, das war's dann bald mal. Oh, ich habe einen Navigationspunkt erreicht. Sind doch eh alle tot, oder? Lebt noch irgendwo einer? So, wie sieht es jetzt höhentechnisch aus? Höhentechnisch bin ich schon mal optimal. Turm sehe ich. Ich kann doch von hier aber nicht treffen, oder? Nee, irgendwie so gar nicht. Ja! Das war's dann, du scheiß Geschützturm, Drecksmistding. Wo ist er denn jetzt? Ach da. So, nicht die Rohre kaputt schießen, das sind ja meine Freunde. Haben wir gerade eben verlegt. Da sind die alle hin, die haben Rohre verlegt. So, gehst du sterben? Da ist er. War's das bitte, wa? Nein. Nein. Das war's scheinbar noch nicht. Toll. Aufschaltung geortet. So ein Mist, ein Dummer. Das ist dann noch ein Geschützturm. Das ist doch Grütze. Aufschaltung geortet. Der gleich voll abgeht, der Turm. Hey, da lebt doch einer. Was? Da lebt noch. Verstört. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass da noch einer lebt. Okay. Welches Ziel? So, ich hatte ja den Aufschlag. Boah, weg hier. Perfekt, was? Wieso ist der freundlich? Hä? Was? Unsinn. Wo ist der letzte Geschützturm, verdammt? Ich hoffe, hoffentlich der letzte Geschützturm. Was ist das jetzt? Nein. Hä? Ah, da hinten? Nein, doch. Boah, das wird noch richtig heftig, den jetzt zu killen. Ich habe nämlich auch nicht mehr so viel Leben. Und von hier aus treffe ich den ja nicht. Ich will mal meine Armor. Ne, treffe ich nicht. Der hat eine Reichweite von 120 Meter, der Mistkerl. Mist. Mist. Unschön, Mist. Ja. Paralyse abgeschlossen. Jetzt geh sterben, Mann. Lass es das endlich gewesen sein. Oh, na also. Oh. Habt ihr so mit erledigt? Sehr gut. Geht's denn da noch hin? Ich find's cool, dass man hier einfach so rumfliegen kann. Und dann keine Ahnung, wo hinkommt. Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Hui. Egal, wir fliegen nach Hause. Mehr oder weniger. Wir fliegen vor allem. So, unter Wasser. Schlachtschiff der Atlantischen Föderation. Flint, gut, dass du kommst. Was liegt an? Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ah, es gibt auch mal eine gute Nachricht. Ja, es sind zwei Dringen. Da werden uns diese Beyond Pack auch nicht mehr verjagen. Und eine schlechte Nachricht? Der Ping hat's erwischt. Bei mir das in unserem Griff. Schade. Ich glaube, der war ein ganz anständiger Kerl. Was hat das für Auswirkungen auf uns? Wer führt das Sogonat? Nevsky. Und da liegt das Verschreben. Die Salzbombe. Eigentlich soll Nevsky den Salzbomben bringen. Da muss halt jemand anders machen. Das ist Kommando. Eine Kamikaze-Aktion. Garantiert keine Rückkehr. Wir mussten einen Freiwilligen finden. Also, ich bin's nicht. Das weiß ich genau.
Nein, du bist nichts! Aber du bist ab sofort der persönliche Leibwächterbombe! Du wirst sie begleiten, bis sie zum Einsatz kommt! Wer ist der Kerl, der unbedingt sterben möchte? Kein Kerl! Eine Frau! Findest du im Mannschaftsraum? Sie hat genau Anweisungen für dich! Ei, Sir. Oh, dann sind wir jetzt ziemlich am Ende schon. Nein, erwähne ich schon seit 2 Stunden, dass wir ziemlich am Ende sind, glaube ich. Miau. Erstmal was einkaufen. Gibt nichts mehr Größeres. Ist eigentlich hier alles so günstig? Nee, nicht so wirklich. So, wir. Letzte Mission machen wir natürlich hier mit. Das will ich sehen, wie das jemand macht. Das wäre cool. Neue Panzer oder so gibt's nicht zufällig nochmal, ne? Nein. Leider nein, leider nein, leider nein. Ich kann mir nur Wasser kaufen. Weil die so viele Torpedos auf mich schießen. Briefingsraum. Hong Long! Flink, gute Szene. Hong Long, was hast du denn hier? Ich warte auf dich, du sollst mich begleiten. Du hast die Bombe genommen? Ich bin eine echte Bombe. Ja, Flint. Warum? Da draußen gibt es 100 andere, die ihren Job machen könnten. Ich will ihn machen, Flint. Ich bin müde in letzter Zeit. Sogar zahlreiche Truppenkorps mich gefangen leben. Meine Zeit ist gekommen. Demnächst hat er es mich sowieso erwischt. Unfo, Kuklong. Und selbst wenn, kannst du auch eine Kneipe aufmachen. Irgendwo eine Tornado-Zone. Da könnten wir sitzen und uns über die alten Zeiten. Hier kein Schwachsinn, Flint. Ich will dir als einen der wenigen Männer Gedächtnis halten, von dem ich Achtung hatte. Rudert nach stiftlich an Leberzirrhose. Och, schade. Würde ich vermissen, Hong Long. Weil du weiterlebst. Ich werde dich nicht vermissen, Flint, weil ich dann Ruhe habe. Aber so weit ist es noch nicht. Kocksack, du bist ein Sohn für mich. Ja, wir sollen in die südlichen Ecke des östlichen Sektors im ersten Ring verziehen. Dort sollst du dich beschützen. Der Bombe darf nichts passieren, bis sie ihren Auftritt hat. Das ist alles. Außerdem ist der Punkt eine Schwachstelle im System. Dort ist ein Tor zum zweiten Ring und dahinter sitzen die Bionten. Cox befürchtet einen Ausfall. Los, Kaltchen, los, docken wir ab. Hey, Hong. Ja, schön mal auf der gleichen Seite zu stehen. Stehen. Ja, du Flint, wenn du lebst und ich bin so gut wie. Denn du lebst und ich bin so gut wie tot. So, gibt's noch irgendwas zum Sagen? Nein. Repariert habe ich. Ich habe neue Torpedos gekauft, das weiß ich ja. Gut. Wir speichern nochmal. Bisschen öfters. Weil das, glaube ich, jetzt die letzte Mission sein müsste. Doc, Doc. Ab geht's. Angriff auf Sektor E. Los geht's los. Angriff auf Sektor E. Nachdem die Zielung knapp einer Katastrophe entronnen ist, hat die Polar versucht, in den Sektor E vorzudringen, wurde jedoch von dieser Schlachtschiffe Beyond gestoppt. Der Zweifel versucht, die Kampfeinheiten von der Polar und aus dem Shogunat dieses monströses Hindernis aus dem Weg zu schaffen. Doch bisher haben ihre Kräfte versagt. Und zu allem Übel kommt noch, als der Kreuzer sich nun neben die Polar schiebt. Um sie in seinem Plasmahagel vollständig zu zerfetzen. Dieser Kreuzer muss vernichtet werden, koste es, was es wolle. Ich sehe es geschafft, werde die Truppen weiter ins Sektor vordringen. Soll sie dabei unterstützen. Hong Long wird mit der Bombe an Bord sich zurückhalten. Falls sie einen Kampf verwirrt, muss sie geschützt werden. Missionsziele. Der Bionkreuzer muss vernichtet werden. Da freue ich mich ja schon drauf. Sektor E muss eingenommen werden, alle Geschütze in Sektor E sind zu zerstören, alle Bionen müssen vernichtet werden, die Polar muss überleben, Hong Long muss überleben. Tipps, nicht weiter in den Brückenkopf vordringen, dieser Kreuzer scheint unglaublich viel auszuhalten, besser du versammelst ein paar würdige Waffen in deinem Arsenal. So, erst doch mal abstürzen, bevor es losgeht, jawohl. Ja, eingekauft hatte ich schon, gut, los geht's. Gut, dass ich gespeichert habe. Hör. Also dann, auf einen neuen Versuch. Na, also. Gut. Ah, da sind sie. Richtung Nordosten. Was ist denn Nordosten? Ich glaube, ich fliege in die falsche Richtung. Ich hab hier. Hey? Vorsicht, ein Gigant ist auf dem Sonar. Ja, wohin muss ich denn jetzt? Ich habe hier keine Norden schon. Ostangabe irgendwie, sehe ich gerade. Gott, ein Biontenkreuzer, das ist verdammt hart. Ich zeig dir gleich mal, was hart ist, Baby. Wo denn? Hier ein Biontenkreuzer, ich sehe hier nichts. Ich sehe nur dieses hässliche Ding da. Und da ist noch so ein hässliches Ding, glaube ich. Wo ist es denn? Ziel
Hammerhead dreht sich hier lustig. Was zur Hölle? Okay. Biontenkreuze, hey, greif mich an. Was passiert, wenn ich da so ein Torpedo auf das Ding schieße? Gar nichts. Schieße mal die Kanonen runter. Boah, es ruckelt schon wieder. Kanonen kann man nämlich so runterschießen und dann hat er keine Kanonen mehr. Bewacht. Was? Die Schütze sollten man ganz schön so schaffen. Ich arbeite ja dran. Ich suche es schön, aber achte auf die Pion-Bomber. Ah, toll. Bomber auch noch. Sehr gut. Geh mal sterben, du Geschütz. Ah, ich sehe nichts. Ich sehe bloß Explosionen. Ist das nicht toll? Hinten sind noch mehr Geschütze. Ich habe kein Ziel erfasst, ja. Was zur Hölle? Ach, ich bin wieder zu hoch, oder was? Natürlich. Was? Nein. Wollen irgendwie nicht sterben, keine Ahnung. Sind nicht Teil des Schiffs. Gut, ich gehe mir mal den Bomber widmen. Beyond ist, okay, das ist kein Bomber, aber fast dasselbe. Nein, ich will das wohl die Bomber machen, der Polar auch mit. Wenn ich es mal wissen würde, wo die Bomber sind. Es sind immer nur Scouts. Beyond-Bomber, ne? Also schnappen wir uns mal den Typen, der gerade wieder, wer weiß wohl. Hä? Wie kann der hinter einer Mauer? Polar, was? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ach, da ist er doch. Paralysiert. Brav. Halt hier mal an. Halt, stopp. Jetzt, gehe ich mal weg hier. Ich höre es schießen, aber ich sehe den Feind nicht. Ach da. Wir haben einen Scout. Wie hast du denn mal den Scout anzugreifen und stattdessen wieder dieses große Ding hier, das so groß ist und so, ne, angreifen würdest. Jungs, das Monster ist geschlachtet. Yeah. Bomber und Scouts übrig. Boah, ich flieg hier mal weg. So ein bisschen. Scout, greif an. Gut, greif mal an. Nein, Moment. Der soll nicht angreifen. Warte. Hey, die Triebe macht doch richtig was, ich bin beeindruckt. Da ist ja noch einer. Gut, er ist auch paralysiert. Paralysiert. Parallelogramm. Margarine meine ich. Hab ich versprochen. Passiert. Oh, verpisst euch doch mal. Was schießt denn das heftig auf mich? Kann doch nicht sein. Hier ist doch irgendwo ein Bomber, oder? Gib's zu. Bomber, gib zu, dass du noch hier bist. Habe ich noch verbündet, oder? Oh, 14 Frames, jawoll. Jetzt gibst du es nochmal richtig Spiel. Hm? Ist schon paralysiert. Wie treffe ich die auch gerade so? Scheiße, überhaupt nicht. Wo ist denn jetzt der Scout hin? Ach, die fliegen einfach über diesen scheiß Berg drüber, was ich nicht kann. Aber macht doch mal jemand was. Außer sterben. Also gelegentlich trinken wir ein Bier. Bleib da, habe ich gesagt. Hey, du schießt auf einen Kumpel, ach echt? Du hältst dich nicht wie ein Kumpel. Okay, tschüss. Alter, hier sind so viel, 2 Milliarden Trümmer. Und... Ah, fuck!
toll, ich möchte diese 2 Milliarden Bomber. Ich kann kotzen, wo ist denn der Bomber? Da, friss das. Ah, weg. Nicht dagegen knallen, das macht doch alles noch schlimmer. Wo ist denn der Kackbomber? Die kann er doch jetzt nicht mehr haben, oder? Na komm. Ach komm her. Weiß er doch. Da, friss das. Ach scheiße. Schickt mir noch mehr Bomber, Mann. Ich hasse es. Ja, komm. Was muss er da überhaupt immer wieder neu laden? Im Nordosten. Warum? Ach, darum. Okay, an dir verschwende ich jetzt nicht wieder. Ach, jetzt schießt das Ding auf mich. Hat's vorhin nicht gemacht. Warum schießt es jetzt auf mich? Vorhin hat es auch nicht geschossen. Warum trifft mir das immer so gut? Mann. Ey, du schießt immer noch auf mich. Was ist denn das für Müll? Ja, auf mich zu schießen, so kann ich nicht helfen. Ja, Ruckelwing würde ich hin. So, ich kill mal das Spiel. Oh, es ist doch so ein Kotzen. Kacke Ruckel hier. Mal die Geschütze hier noch plätten. Ja, das ist grauenhaft. Grauenhaft. Boah! Kann das ein wenig weniger ruckeln? Schalte meinen Gegner auf. Hör mal zu ruckeln auf. Oh, das wird es heute nicht mehr. Oh. Türme schießt. Ah, ja, ja. Das stört doch auch mal was. So. Dieses scheiß Scouts sind so schnell. So, paralysiert. Nächstes. Ich höre es schießen, aber ich sehe. Hallo, wo ist denn noch mal einer? Hong Long, warum fliegt die überhaupt so nah an uns rum? Bomber. Ausschalten. Höher. Wie hoch. Oh, wie hoch sind denn die schon wieder? Was ist er denn jetzt? Jetzt ist er weniger hoch. Aufschaltung geortet. Was? Das war doch ein frontaler Treffer! Alter, wollen die mich verarschen? Ja, ich weiß, dass sie dieses Schaffen machen. Soll ich die ganze Zeit so rumheulen? Das ist ein riesiger Kreuzer, wieso hält der so wenig aus? So, wo ist denn jetzt dieser Kack-Drecksbomber? Hier, friss das und sei paralysiert. So, weiter. Ein Bombe. Ich bin glaube ich noch drei oder vier da wahrscheinlich. Ja. Bleib doch mal da. Die Türme machen wieder nichts, sind wahrscheinlich schon kaputt. Ich treffe wieder nichts. Na komm schon. Hey. Bleib doch mal da. Okay, jetzt kannst du gehen. So, Gegner paralysiert. Ziel erfasst. Para. Ziel erfasst. Was ist das denn? Beyonden Bomber? Ziel erfasst. Nein, der ist schon aus dem Spiel. Hä? Aufschaltung geöffnet. Oh! Ziel erfasst. Nein! Nein!
kann ihn natürlich wieder nicht ausschalten. Ich hasse es. Hallo, gehst du erstmal in Parallel?